Ich begrüße euch bei Star Wars. Star Wars. Es ist neu. Disney Plus. Und viele haben ja schon gesehen. Und ich reg mich jedes Mal auf, wenn einer schreit, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Meine lieben Freunde, wollen wir uns nicht über etwas unterhalten? Wollen wir uns nicht unterhalten über Star Wars? Ja? Disney Plus zeigt uns das neue Mandalorian. Ach herrlich, es macht so viel Spaß, es zu sehen. Es ist ein Western. Es ist ein Space-Western. Es ist wirklich das alte Genre von John Wayne, Clint Eastwood, die großen Größen des Italo-Westerns, jetzt als Star Wars. Mandalorian, der mit einem Lasso aus Stahl, zack, einen reinholt, oder mit seinem Gewehr, er hat leider kein Laserschwert. Gut, jetzt können wir uns darüber streiten, ob es Boba Fett ist oder Boba Fett darstellen soll. Viele haben also den kleinen Yoda schon gesehen. Ist es der kleine Yoda oder ist es der Sohn von Yoda? Wer weiß. So, es sind auch sehr viele Space-Ritter unterwegs. Es sind auch viele Stormtrooper zu sehen, die leider aufgespießt wurden. Zwar sie selber nicht, aber der Helm. Ja. Ein Kopf war meistens nicht da drin, also man hat die Köpfe nicht abgeschnitten und mit Helm beerdigt, sondern nur die Helme. Und er schreitet an diesem vorbei, an den Helmfriedhof der Stormtrooper. So, noch genau wissen wir nicht, wie das Ganze angelegt worden ist. Es ist halt angelegt dazwischen, Imperium auseinander, Imperium weiß es nicht. Gibt es das überhaupt noch? Gibt es überhaupt die ganzen Jedis noch? Gibt es überhaupt die ganzen Imperatoren noch? Gibt es überhaupt das Böse noch? Es gibt ein Mandalorian. Es gibt einen Kopfgeldjäger. Es gibt viele Kopfgeldjäger. Es gibt auch mittlerweile alle sozusagen, die wir alle mal irgendwo ganz kurz für Sekunden erleben durften. In den alten Serien von 1979 aufwärts. Es wird aufgepeppt, es wird schön gemacht, es macht vielleicht wieder Spaß, ein Star Wars Fan zu sein. Ja? Wir älteren Star Wars Fans, die groß geworden, habe ich ja gerade gesagt, 70, 80er Jahre, die ersten drei Teile, Krieg der Sterne, der erste, ja, und dann ging es weiter, Imperium schlägt auch wieder zurück und was weiß ich, die Todessterne, sogar zwei davon. War eine tolle Geschichte. Also Krieg der Sterne, Star Wars. Ja, und wie gesagt, jetzt schreien alle Spoiler, 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 bla bla bla. Also ich mag Unterhaltung, ich mag Star Wars, ich mag Film und ich mag Menschen, die Lust haben, sich darüber zu unterhalten. Ich mag Menschen, die sagen, wie sie das Ganze empfinden. Ich mag Menschen, die sich so anziehen, ne, hier so ein Cosplay-Kostüm anziehen. Einen Helm habe ich leider nicht mehr. Die sind halt alle verkauft. So, jetzt beginne ich natürlich mit den Mandalorian-Figuren. Mal schauen, wie teuer die werden, die anzuschaffen. Als Händler ist man froh, wenn man die dann auch wieder verkaufen kann. Ja, auch für gutes Geld oder weniger Geld. Erstmal sollen sie erstmal kommen, damit man die sich anschauen kann, dass man sich schon mal einarbeiten kann in diese neuartige Geschichte, die bei Disney Plus kommen wird. Leider haben wir nicht das große Vergnügen, in Australien, in Kanada, Amerika zu verweilen oder halt in den Niederlanden. Ja, die Niederlande hat halt, und wir haben das große Glück, 75 Kilometer von den Niederlanden weg zu wohnen, und deswegen kann man da mal eben hinfahren, das Original mit Untertiteln mal eben, und dann kann man darüber philosophieren, sich anschauen und zeigen. Ja, also wie gesagt, Disney Plus für 6,99 € ist also nicht teuer. Netflix kostet ja auch 7,99 € für ein Gerät, ihr wisst. Und wer weitermacht, Watch App oder wie die alle heißen, es gibt reichlich viele Anbieter, die ihr da kontaktieren könnt. So, also wie gesagt, Disney Plus, da seid ihr in der Welt von Disney, könnt ihr alles mögliche, ist auch Discovery bei, ist ein Channel, wo ihr da auch tolle so Art Serien euch anschauen könnt, Wissenswertes anschauen könnt. Ihr könnt die gesamten Trickfilme euch anschauen. Ihr könnt die ganzen schönen Filme anschauen, die Disney da so produziert hat oder immer noch produziert. Und natürlich Star Wars. So, und wenn man so liest, den Direktor hört von Disney, ja,
wir wollen jetzt da mehr, primär. Das bedeutet vielleicht, dass wir auf lange Sicht keinen Spielfilm im Kino sehen, sondern Serien, Disney Plus, vielleicht auch einen richtig tollen Film, halt bei Disney Plus, und dann vielleicht sogar in 4K, wer weiß. Also die arbeiten jetzt daran. So, wir haben jetzt die weihnachtliche Zeit und das ist jetzt das Abschlussvideo über Star Wars. Ja? Ich freue mich schon am 19. bzw. 18. oder 19.12. den Film dann gesehen zu haben und dann bei Amazon eingetippt, vorbestellt. Ja. Und wenn er dann erscheint, 6 Monate später, im Jahre 2021 oder im Jahr 2020, je nachdem, manchmal kann es nämlich sein, durch Disney Plus weiß man ja nicht, was die da plötzlich, kriegt man den nicht oder so. Oder erst verspätet, kann man. Und dann in anderen Versionen, wer weiß, mit Zusätzen, ohne Zusätze, müssen wir schauen, was die sich aussehen. Oder in 4K, ist klar. Ja. Also ich bin ein Freund von 3D und deswegen freue ich mich dann, ihn in 3D zu bestellen. Und dann später auf 21:10 zu Hause in Dolby Surround, sich den nochmal in Ruhe anzuschauen für sich selbst. So, als Filmemacher kann ich nur sagen, das, was uns so geboten ab der 70er Jahre aufwärts, war sehenswert, wurde immer besser, die Tricktechnik wird immer besser, die Fehler werden immer weniger und ja, okay, wir haben ja gesehen, bei 8 waren Schnittfehler und es war auch, ist halt, ich habe ja gerade gesagt, sie werden ja besser, kann ja sein, ich habe 9 ja noch nicht gesehen. Vielleicht 9 jetzt endlich schnitttechnisch so gut, dass ich nichts mehr sage. Wer weiß. Also wir haben gestern einen anderen Film gesehen und da haben wir gesagt, wow, da war kein Fehler. Wow, 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 war der gut. Ho, Wahnsinn. Ja, mittlerweile ist die Tricktechnik endlich da angekommen, wo man sagen kann, spitze, macht weiter so. So, also Disney Plus, meine Damen und Herren. Wer es mag, mag. Und ich mag Spoiler. Spoilert mich voll. Erzählt mir alles, zeigt mir alles. Ich schaue mir das an. Ich freue mich auch, wenn ihr vorbeigekommen, deswegen stehe ich auch heute vor laufender Kamera, weil einer vorbeigekommen und wir haben uns lang genug darüber unterhalten, wir haben uns wirklich über die Figuren unterhalten, die da auf uns zukommen. Wir haben Videoclips uns angeschaut bei YouTube und das hat oder war schon sehenswert. Und dann kam der kleine Yoda da, ach herrlich, ja, ich so, also, ne? Man muss ja auch zuhören, was die anderen da einen erzählen, ich weiß ja gar nicht, was sie da meinen, ne? Im amerikanischen Sektor, die erzählen ja viel, stehen vor laufender Kamera, wow, 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 ne? Ist klar. So, und meiner einer, wie gesagt, der involviert ist, der wie gesagt ein Admin ist von Gruppen und sich das anhört, wenn die vorbeikommen, der halt auch Händler ist, der dann die Figuren einkauft und dann mit dem Kunden darüber philosophiert, ob die Ware wirklich das Geld wert ist, ob man nicht vielleicht ein bisschen runtergeht. Aber dank Amazon muss man das ja alles nicht. Amazon, ja, ist der Gott, ist der Einkaufsgott. Man kauft bei Amazon, ist klar. So, und ich freue mich jedes Mal, wenn einer doch bei mir gekauft hat, weil er doch den Kleinen unterstützen möchte. Denn so ein Kleiner bin ich nun mal, auch wenn ich aussehe wie ein Großer. Ich bin ein Kleiner. Ich zahle horrendes Geld, um überhaupt etwas machen zu dürfen. Und so denkt sicherlich auch Disney. So denkt natürlich auch die anderen etc. pp. Jeder denkt, der was produziert, wow, das kostet so viel Geld, soll ich es wirklich machen? Deswegen haben wir ja auch alles noch nicht. Wir haben noch kein richtig YouTube-Fernsehen, wir haben noch kein richtig YouTube-Kino, weil das alles Geld kostet und es kommt irgendwie nicht rein, das Ganze. So, also, als Admin von Cobra 11 und als Admin von Star Wars wünsche ich heute allen auch hier im Sektor Star Wars, Krieg der Sterne, wunderschöne Weihnachten, einen wunderschönen Jahreswechsel und wie gesagt im März, April 2020 mit Disney Plus hoffe ich, dass auch ihr dann Spaß daran habt zu sehen, zu schauen und vor allen Dingen miteinander zu reden. Ja, da gibt es keine Spoiler mehr, da könnt ihr sagen, hey. Also ich schaue mir alles an, ja, hört auch mit eurem Spoilerwarnung da, das ist was für kleine Kinder. Nicht für uns Erwachsene, wir Erwachsene unterhalten uns gerne. Ja? Wir machen auch Erwachsenenfernsehen, wir wollen erwachsenes Fernsehen. Wir möchten auch, dass die Jugendlichen erwachsener werden und dazu stehen, sich zu unterhalten und nicht sagen, ey, ich habe schon gesehen. Das ist albern. Wenn du doch gesehen hast, dann erzähl doch.
Erzähl doch, wie du das empfunden hast. Erzähl doch, wie er rübergekommen ist. Erzähl doch, wie du den kleinen Yoda da gesehen hast im Körbchen. Ja? Zum Beispiel, oder wie er das Lasso da, zack, zack, oder wie er geschossen hat. Oder wie der geritten wurde, etc. Oder wie die Droiden auseinandergenommen wurden. Oder. Ja? Das macht Spaß. Das macht Spaß. So, okay, ich bin ja Darth Vader. Vielleicht liegt es daran, dass ich Spoiler mag. Ne, als Darth Vader mag man die dunkle Macht. Ja, ist halt klar, die dunkle Macht, das ist das Geilste überhaupt. Ja, da schöpft man Kraft in der dunklen Macht. Ne, die helle Macht, seht ihr ja, was da abgeht. Ne, und so weiter. Ja, in der hellen Macht kommt ja sicherlich auch jemand. Ne, Obi-Wan Kenobi hat man ja schon gezeigt, wie das Baby abgegeben hat und so. Ne, also ist halt so. Also denkt dran, Mandalorian ist ein Western, Clint Eastwood-mäßig, ja. So Italo-mäßig geht es da ab, er schreitet daher, ganz lässig, hat die Wahnsinnskanone da, pow, Lasso hat er auch, ne? Prügeln kann er sich auch, Hammer, ne? Kopfgeldjäger hin, Kopfgeldjäger her, das ist Star Wars ab 2020 bei Disney Plus und ich hoffe, das ist noch lange nicht Schluss und wir alle haben noch richtig Spaß damit. Jetzt freue ich mich, wie gesagt, auf den Kinofilm. Und ich hoffe, auch ihr habt Spaß mit dem Kinofilm. Und ich hoffe, wir können darüber nachher philosophieren. Ende Dezember oder Anfang Januar. Die Profis unter euch, weiß ich ja, ihr seid ja angestellt bei Tube One und bei WebDR. Ihr pustet das ja ewig raus. Ihr verdient ja auch richtig Geld damit. Meiner einer macht es auch Spaß. Ja, möchte ich klarstellen. Das ist Spaß. Ich investiere Zeit, ich investiere Geld, ich bezahle auch diese Sachen, kriege die nicht gesponsert wie ihr. Ich muss auch die Figuren bei Amazon einkaufen, um die dann irgendwann vor die Kamera zu halten. So sieht's aus. So, meiner einer ist wie gesagt echt und ich grüße alle Unechten, die halt angestellt sind, um uns zu erfreuen bei YouTube, Tube One und WebDR und die anderen Abteilungen, wo die da so alle angestellt sind. Um uns das gute Geld aus der Tasche zu ziehen, wie Disney Plus, Netflix und Co. Macht der Börse doch so richtig das Löchlein froh. Ja.